So, hallo, herzlich willkommen im digitalen Lernlabor auf der Buchmesse. Bei mir ist Anne Müller. Anne, du bist Studentin an der Uni Erfurt, bald nicht mehr, weil du schreibst nämlich gerade deine Masterarbeit. Anne, du schreibst deine Masterarbeit zu dem Thema Programmieren und Coding-Initiativen in Deutschland. Warum beschäftigen die sich mit dem Thema? Warum gibt es so viele? Das scheint ja gerade ein ziemlicher Trend zu sein, zu programmieren, zu coden, Making-Projekte zu machen. Ja, zum einen ist das auch so ein bisschen abhängig davon, wer die sind. Also wir haben so private Initiativen oder so ehrenamtliche Initiativen, die das machen, weil die unglaublich viel Bock da drauf haben, weil die selber Spaß am Coden haben, selber Programmieren gelernt haben, das weitergeben wollen. Dann haben wir halt teilweise aus dem pädagogischen Hintergrund vielleicht Initiativen, die sehen, das ist gerade wichtig, das ist vielleicht auch was, wo Bedarf da ist, der halt nicht immer von der Schule abgedeckt wird. Das ist ein ganz großer Faktor, der zum einen aus der pädagogischen Richtung, zum anderen aber auch aus dieser informatorischen Richtung kommt. Informatik ist nicht überall Pflichtfach. Wenn die Kinder Glück haben, wird es halt mal behandelt. Aber in dem Umfang, wie es diese Initiativen vermitteln möchten vielleicht, findet das einfach in der Schule nicht statt. Und da sehen die halt Bedarf, Handlungsbedarf und möchten halt dann ergänzend zur Schule, nicht die Schule ersetzen, aber ergänzend zur Schule mit einem höheren Spaßfaktor vielleicht das Ganze an die Kinder bringen und an die Jugendlichen. Und wie sieht dieser Spaßfaktor aus? Was macht man so? Was ist so gang und gäbe? Was ist gern gesehen? Es sind viele Sachen, die an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen, und die greifbar sind. Also da wird mit Robotern gearbeitet, da wird mit Mikrocontrollern wie dem Calliope gearbeitet. Einfach Sachen, wo man coole Experimente vielleicht mitmachen kann, wo man schnell Ergebnisse sieht, sodass halt auch bei so einem Workshop, der vielleicht irgendwie nur 2 Stunden mal dauert oder einen halben Tag, irgendwie am Ende ein Ergebnis da ist, wo was sichtbar ist, was greifbar ist und wo man sagen kann, okay, ich hatte Spaß und ich habe irgendwie was bewirkt und ich habe was erreicht in der Zeit. Und willst du jetzt auch Kindern selber das Programmieren beibringen? Ich habe auf jeden Fall selber auch meine Begeisterung dafür entdeckt. Ich versuche selber immer noch so ein bisschen davon aufzunehmen und mich halt auch noch damit auseinanderzusetzen. Ich kann es ja selber halt auch nicht. Mal gucken, wie es weitergeht nach der Masterarbeit. Es ist aber auf jeden Fall was, wo für mich auch definitiv noch Perspektiven sind und wo ich mir auch denke, ich würde das gerne selber irgendwie mitgestalten können am Ende. Hast du eine Vision, wie Schule, wie Lernen vielleicht auch im Kontext informatische Bildung in 10 Jahren aussehen wird? Haben wir dann ein Pflichtfach Informatik? Was denkst du? Schön wär's. Also ich fände es auch total cool. Ich kenne das halt noch. Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern zur Schule gegangen, bis zur 8. Klasse. Wir hatten das 4 Jahre lang und es war schon immer spannend. Knackpunkt Technik ist halt immer da. Die war damals halt schon auch alt. Ich denke, dass das zukünftig schon auch ein größeres Thema werden muss und hoffentlich wird. Einfach weil der Bedarf halt wirklich da ist. Die Kinder müssen ja auch lernen, damit umzugehen. Jetzt nicht im Sinne von Bedienung. Das können Kinder automatisch, das kriegen die ganz alleine hin. Aber die Kinder müssen ja auch lernen, was steht dahinter, wie gehe ich damit um, wie kann ich damit kreativ werden, wie kann ich Probleme lösen kreativ. Und es ist halt viel Überschnittpotenzial auch mit anderen Fächern da, aber ich glaube, ohne Pflichtfach Informatik wird es super schwer, das wirklich bindend auch zu integrieren in den Unterricht oder in die Schule an sich. Hast du noch eine Botschaft an die Kinder da draußen? Habt Spaß, nutzt die Sachen, die sich euch anbieten. Ihr habt im Internet so viele Möglichkeiten, euch auszutoben, Informationen zu finden und probiert Sachen aus. Es ist cool, es ist nie so einfach gewesen, irgendwie sich Sachen selber auch zu suchen und zu lernen. Es gibt so viele offene Ressourcen, das ist auch was, worauf die ganzen Initiativen wirklich viel Wert legen. Und einfach ausprobieren und keine Angst haben, ist auch ein ganz großer Faktor, glaube ich. Super, danke Anne, dass du bei uns im Interview warst, im Lernlabor.